Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Simulator. Wir fahren jetzt gleich in Kreuztal ein. Wo ist das Signal? Da vorne. Okay, ich glaube, ja, wir sollen auf 40 abbremsen. Daran erinnere ich mich auch. Weil das habe ich mittlerweile gelernt, dass grün und gelb zusammen 40 Stundenkilometer bedeutet. So. Mit 40 fahren wir hier halt lang. Gut. Mit 40 müssen wir in Kreuztal einfahren. Ja. Aber wie gesagt, es haben sich auch mal ein paar Leute gesagt, komm, zeig doch mal bitte ein bisschen mehr deutsche Züge. Der ICE ist ein deutscher Hochgeschwindigkeitszug, demnach denke ich, dass ich damit den meisten auch vielleicht einen Gefallen tue. In der nächsten Folge wird es zwar nicht etwas Nicht-Deutsches geben, weil morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Ich glaube, alle freuen sich hier drunter, ne? Alle freuen sich irgendwie auf Weihnachten. Da habe ich mir was Bestimmtes überlegt. Das dürfte auch ganz cool werden. Ja. Ja. Gut. Nächster Halt. Halt. Hier könnten wir vielleicht mit dem gesamten Zug zum Stehen kommen. Gut. Wir sind mittlerweile zu spät. Leider. Aber nicht viel zu spät. Und wir stehen. Gut. Wir sind in Kreuztal angekommen. Da ist der ausgefallene Zug. Ja. Der steht da jetzt erstmal ein bisschen rum. Das war, glaube ich, auch noch einmalig beim IC1. Now you that have picked up passengers. Siegen. Okay. Wir sollen jetzt im Prinzip die verlorene Zeit aufholen, sagt er. Wie wir das machen, weiß er nicht, aber wir sollen uns nicht abhetzen. So, ich glaube, es reicht erstmal, wenn wir hier auch mit 40 drüber fahren, weil das könnte auch 40 heißen. Aber nee, es heißt 60. Das heißt, wir fahren hier jetzt erstmal mit. Ich glaube, sobald wir das Signal vielleicht passiert haben, schaltet er wieder um auf 100. Nein. Da kommt ein anderer ICE. Wir schießen immer ein paar Screenshots mehr, als wir eigentlich brauchen. Einfach, damit ich später eine Auswahl habe. Und vielleicht irgendwann mal ein Album veröffentlichen kann. Ja, ich veröffentliche ein Album. So, wir dürfen 100 fahren. So, wir sollen angeblich bald schon in Siegen-Weidenau ankommen.
So. Siegen-Waldenau. Wir kommen. Es ist, ja, es heißt Waldenau. Siegen-Waldenau, Gleis 2. So, ab da hinten ist schon eine 140er Begrenzung. Ja. Ja. Gut. 140 Stundenkilometer. Gut. Wir bremsen nicht ab, weil jetzt ist die 140er Begrenzung. Das heißt, ich kann jetzt sogar noch mal extra Speed geben, auch wenn da hinten schon wieder eine 100er Grenze ist. So. 140. Schön. Wir hetzen uns hier ab. Entgegen dessen, was man von uns gesagt hat. Man hat gesagt, hetz dich nicht ab. So, da kommt wieder nur 143. Gut. Einfach ausrollen. Und dann werden wir schon rechtzeitig ankommen. Da ist es schon, ich sehe es schon auf der Karte. So, wir sind minimal zu schnell. Ja. So, Siegen-Waldenau noch 2 Kilometer. Nein, ich spiele kein Counter-Strike. Brauchst mich nicht auch andauernd einladen. So, ja. Wie gesagt, ich habe hier auch noch meinen Xbox-Controller liegen. Mit der sind wir ja die letzte Tour gefahren mit der Straßenbahn. Das hat ja dann doch nicht so wirklich geklappt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber, ja. So, wir fangen jetzt langsam mal an zu bremsen. Denn wir fahren gleich in Siegen-Waldenau ein. Und dann möchte ich auch natürlich nicht zu schnell einfahren. Mit 60 kann man im Prinzip immer einfahren. So, jetzt rolle ich erstmal aus. Sobald ich den Bahnsteig sehe, fange ich wieder an zu bremsen. So, ich sehe den Bahnsteig. Gut, hier hatten wir ja auch Probleme mit der 111 mal, mit der Trennschütze. Und dann haben wir hier schon mal warten müssen. 97% ist eine Unterdrückung. So. So, wir rollen aus. Wir versuchen natürlich mit so viel wie möglich in den Bahnhof einzufahren. So. So, wir halten auch mit dem letzten im Prinzip im Bahnhof. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen vorfahren können. Aber, naja. So, das ist der vorletzte Halt. Ja.
vorletzte halt vor Siegen. Nee, der letzte halt vor Siegen. You will now call at Siegen, where the strain will terminate. However, you have lost time on the way, which you will have to catch up on without speeding. Ja. Dann fahren wir jetzt doch nochmal nach Siegen. Einmal bitte von hinten. Nee. Ja. 100 Stundenkilometer haben wir. Jetzt gleich direkt schon 120. Das heißt, wir geben einfach nur noch volle Pulle. Dass wir jetzt so schnell wie möglich nach Siegen kommen. Und dann... Ja, dann geht's ab. Da ist Siegen auch schon auf meiner Karte. Ja. Siegen. Ja. Wir sind minimal zu spät. Ich erinnere mich noch an diese Stelle. Hier sind wir ja im Prinzip ausgefahren, wo wir mit 143er plus ein Güterzug, sieht man auch nicht alle Tage, wo wir hier mit der Stromlinie 03 ausgefahren sind. Da hinten war das Betriebswerk, ich erinnere mich, und da hinten war der ganz normale Bahnhof. So, wir bremsen jetzt mal langsam etwas stärker ab. Stufenweise selbst verzögert. So, jetzt beschleunige ich nochmal ein bisschen. Wir halten natürlich in dem ganz, ganz kurzen Bahnhof. An dem ganz kurzen Gleis. Was super realistisch ist. Und aber vielleicht schaffen wir es sogar mit dem ganzen Zug. Aber ich glaube es eher nicht. Dafür sieht der Zug einfach viel zu lang aus. So, wir rollen einfach nur noch ran. So, und wir stehen. Und jetzt einfach nur noch aussteigen lassen. Ja, die letzte Tür, ne? Springt die halt ins Gleisbett und dann auf den Bahnsteig. Ja, aber das war's mit dieser Tour. Morgen ist Weihnachten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freut euch auf die Weihnachtszeit. Vielleicht haben es einige schon im Kanalprogramm gesehen. Es wird Best-ofs geben von mir von diesem Jahr. Und ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin und bye bye.